Judy, letztes Mal hatte ich glaube schon alles gemacht, was zu machen ist. Genau, wir hatten auch die Crew gewechselt. Ich habe Aerith reingeholt. Und dann folgen wir mal diesen Knie-Typen. Ich glaube, der hieß Knie. Also, er ist von dieser Abstammung Knie, glaube ich, zu meinen. Er ist schon wieder eine Woche hier. Ich heiße Linda. euch Ach, Gi hieß die, Kinder Gi. des Planeten. Was zum... Was war das? Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Und Körpers durch sie. hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht mir euer Ohr. Okay, dann leihen wir mal unser Ohr. Der Planet stößt die Gi als Fremdkörper ab. Für sie gibt's wohl keine Rückkehr. Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar! Ach, Yuffie. Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau! Sitzt wohl im gleichen Boot wie sie. Igi sehnen sich nach Materie. Genauso wie ich. Ach, Yuffie. Na dann, gehen wir mal. Ja, mein Schatz, ich streiche dich gleich. Gewitter! Gewitter! Reinkommen hier. Okay, aber was denn für eine Materie? Ziemlich knochig hier. Also für den Fall, Nipa, du hast was geschrieben, bei mir kam nichts an. Irgendwie hat mein Chat gerade gesponnen. Und Rinn ins Vergnügen.
Materia. Meinst du die ultimative Materie? Wo ist sie? Sag schon! Die Gier verlangt es nach Erlösung. Die Materia wird sie uns bringen. Okay. Mal, was ihr braucht. Vielleicht habe ich das ja schon. Oder halt auch mal. Zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Was ein Mensch. Dafür ist es zu spät. Dann trinke ich mal kurz was. Will er uns um irgendwas bitten? Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia. Unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes. Dann dir guten Jule. Unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes. Hat die schwarze Materia. Unwirklich schwarz gefärbt wie die Nacht. Was gibt's denn für ein Licht? Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia und wir sind die Schwarze Verkriegler. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen diese Materia. Ihm können wir sie nicht überlassen. Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können, aber versuchen wir's. Spaghetti in Käsesoße. Geil. Carbonara. Und hallo Feuerfly. Begrüßung. Nieder vor dem besten Staplerfahrer der Firma. Bist du jetzt das Staplerfahrer? Ich sollte vielleicht auch mal einen treffen. Ja! Ja!
beschwören? Hilft nicht. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen! Ja, hier wird nicht beschwören. Wie viele kommen denn hier noch? Scheiße. Ja, und der macht das nicht die ganze Zeit. So, heute war Einweihung unserer neuen Siloanlage. Neben jeder Menge Essen und Getränken waren unter anderem auch zwei Vertreter unserer Staplerlieferanten da. Und die hatten da einen Stapler mit Drehgerät, mit dem man einen Ball durch einen auf den Stapler Zinken sitzenden Labyrinth steuern musste. Hab's in 1 Minute 19 Sekunden geschafft, was die schnellste Zeit der Firma war. 41 Sekunden schneller als mein Ausbilder. Ich bin nach Hause gekommen mit zwei Beuteln voller Werbematerial. Ja, nice. Glückwunsch dazu. Zwei Frisbee-Scheiben, drei Kugelschreiber, zwei Basecaps, zwei Zollstöcke, Sonnencreme, Notizblock, Kaugummi und JBL Bluetooth-Box. Ja, und das letzte Röhre würde ich auch nehmen. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher. Auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden. Altar des Schutzes. Einst fiel meinem Volk die reinste aller Materia in die Hände. Wir Gi bargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Am Ende einer Ewigkeit erhörte die Materia endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte,
Die schwarze Materie ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommin der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materia im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Altes Volk, Zetra, Tempel. Sagt ihr nichts? Also, doch, das sagt mir was. Vergib mir meine Zweifel, aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materia zurück. Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. So, hallo Daniel. Huch, wir sind zurück. Los, gehen wir nach oben. Okay. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder alleine zurück, also komplett zurück. Ich mach dich stolz, Papa. Gibt's eine Abkürzung? Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu Gott, ihm. Zum Glück. Folgt mir. Sprechende Tiere wie bei Disney. Und es ist eine sprechende Katze vor allem Ding. Die haben wir ganz schön in das Licht geführt. Diese Kiegeister denken doch tatsächlich, dass wir ihnen ihre Materie zurückbringen. Ach, Juffi. Sie haben sie als ihre Erlösung bezeichnet. Also ist es eine mächtige Materia. Eine vielleicht zu mächtige Materia. Die können wir ihm nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Sephiroth, habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den Typen am besten. Wenn du sagst, dass er hier war, war er das auch. Heißt das etwa, dass dieser Sephiroth auch hinter der schwarzen Materie her ist? Ja. Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Sag mal, Kichi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho.
Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Auf was steht denn er da eigentlich die ganze Zeit? Ist das nicht eine Materie? Es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Herrje, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Okay. Ja. Mit dem schwarzen Umhang? Schnellreiseservice der Planetenkundler. Du kannst nun den Schnellreiseservice innerhalb Cosmo Canyons für Schüler der Planetenkunde nutzen. Sprich dafür einfach einen Mentor an. Ja, cool. Aber ich würde erstmal ganz kurz hier laufen. Vielleicht gibt es hier ja noch was Cooles. Oder vielleicht halt auch nicht, aber ich bin hier noch nicht lang gelaufen. Oder bin ich hier lang gelaufen? Bin ich hier lang gelaufen? Wo bin ich denn? Da bin ich. Da sind wir. Sind wir doch schon gewesen? Also, sind wir doch schon da, oder? War jetzt ja nicht so weit. Nanaki! Noch einer der. Ist doch alles in Ordnung mit ihm? Ja, er ist nur etwas geschwächt. Man sieht immer mehr von ihm hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Liebe. Nein. Hm? Nibelheim ist doch... das Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich! In Nibelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt. Dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... Versuchen wir es. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nibelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Aber per Luft. Rauchzeichen. Richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz.
Ich würde schon gerade sagen, Aufträge und so. Was ist damit los? Cloud! Ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Allerdings ist das Signal nur schwach. Den genauen Standort konnte ich daher leider nicht bestimmen. Aber das Signal ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ja, wir gucken uns erstmal die Nebenaufträge an. Gab es hier nicht irgendwo ein Brett? Genau da. Was ist los, mein Schatzi? Hello, hello, hello. Was ist los, mein Schatz? Können wir da hinreißen? Oder muss ich, glaube ich, einen Typen hier ansprechen, ne? Da. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Ja. Ich habe das jetzt gerade nicht gemerkt, wie das hieß. Ja, bin richtig. So. Ach Gott, da ist er. Ja, okay. Jetzt schauen wir uns erstmal die Nebenaufträge an. Genau. Verbote. Vorbote des Unheils. Es gibt Meldungen, dass der Vorbote des Unheils in der Umgebung des Tals gesichtet wurde. Deshalb bitte ich um Unterstützung bei der Observation der Sternschauer. Einzelheiten gibt es bei mir im Seminarraum. Das nehmen wir mal mit. Und die Lebensessenz des Planeten. Eigentlich wollte ich mal wieder raus, um Feldforschung zu betreiben, kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, wo ich die Utensilien hingelegt habe. Kann mir jemand beim Suchen helfen? Ach ja. Gut. Wir machen nämlich dann erstmal die Aufträge. Stufe 38, wir sind Stufe 40. Dann gehen wir da mal hin. Wo müssen wir da hin? Hab ich echt das ausgesucht? Hab ich das nicht das andere ausgesucht? Ne, das da haben wir doch ausgesucht. Wie laufen wir da jetzt am besten? Und wir kommen dazwischen eben bei dem hier auch vorbei. Irgendwie jetzt nach links. Gibt es hier irgendwo einen Lift, die Lift? Hier links in der Luft. Haha. Hier nicht das Seminar. Das hier nicht? Doch. Solche Omen sind sich nicht unbedingt selten. Die Frage ist nur. Verzeihung, ist etwas geschehen? Ah, ihr seid die Freunde von Nanaki, richtig? Verzeiht bitte, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name lautet Wassermarsch. Ich bin eine der Ältesten. Es erneut. Ist so. Seht ihr dieses Ungetüm, welches schon seit grauer Vorzeit als Vorbote großen Unheils bekannt ist? Es wurde in der Nähe des Tals gesichtet. Wie furchtbar. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorbote beobachtet wurde. Doch bis zum heutigen Tag hat unser Planet noch jedwedes Unbill abwenden können, was ihm und damit auch uns drohte. Dieses kosmische Himmelsereignis, das ihr hier auf den Bildern erkennen könnt, ist Zeugnis des Sieges des Planeten über das Unheil. Ist die Gefahr gebannt, regnet ein Sternenschauer auf die Erde hernieder. So hell, dass sein Strahlen selbst am Tage zu sehen ist. Ich kann nichts erkennen. In der Tat. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier, sondern an weit entfernten Orten aufgenommen wurden.
Denkbar wäre daher auch, dass der Sternenschauer bereits woanders in unserem Tal niedergegangen und mittlerweile erloschen ist. Machen wir uns auf die Suche? Du gibst doch eh keine Ruhe, bis wir gehen, oder? Oh, das würdet ihr für uns tun? Ihr würdet uns damit einen großen Dienst erweisen. Jener Vorbote des Unheils wurde an 3 verschiedenen Orten gesichtet. Es ist anzunehmen, dass auch der Sternenschauer dort in der Nähe herniedergehen wird. Hier, nehmt diese Referenzunterlagen und ein Aufzeichnungsgerät mit euch. Referenzunterlagen. Fangt den Sternenschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frohe Kunde. Sofort, bitte. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Ja gut. Okay, wo muss ich jetzt... Oh ne, das war falsch, da wollte ich nicht hin, das wollte ich drücken. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Okay, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn überhaupt hier raus? Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn eigentlich hier runter? Komme ich hier so dann so raus? Die Frage habe ich mir ja schon immer, also seitdem wir in der Region sind, gestellt. Wie komme ich denn da runter? Aha. Hätte mich vielleicht vorher mal heilen sollen, ne? Ja, oder auch nicht. Ich muss ja da runter. Wie komme ich denn da runter? Ja, okay, zu früh gefreut. Da ging es ja nur. Von hier sind wir vorhin gekommen. Das bringt uns ja auch nicht weiter, oder? Hier war ja nur diese Höhle. Ist wahrscheinlich das super easy peasy und ich krieg's nicht geschissen. Ich nur in die Höhle. Muss ich echt hier hin? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil da komme ich ja nur runter in diese Höhle. Ich habe die Befürchtung, dass ich wieder fliegen muss, was ich nicht kann. Dass ich irgendwie hier hin muss. Fliegen muss.
Ja, wie fliege ich denn jetzt? Flieg doch mal. Fliegen. Muss ich irgendwo anders rantippen? Wie mache ich denn das? Ich will doch einfach nur fliegen. Der fliegt nicht. Ich will auch mal da runter. Wie mache ich das denn? Entschuldigung, wie mache ich das? Runter will er auch nicht. Hier einfach runterklettern. Wenn mein Schokobo das schon nicht will. Hier einfach runterstürzen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr muss doch da irgendwie runterkommen. Schokobo Flugparcours, ja. Ja, dann flieg doch auch. Flieg. Was? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wie habe ich das gemacht? Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Geschafft. Verrückt. Ja gut. Okay. Dann fliegen wir also. Irgendwie muss ich jetzt weiter nach rechts, kann das sein? Müssen wir direkt folgen. Sorry, aber dem müssen wir direkt folgen. Da. Jo. Jo. Super cute. Die kleinen Schokobo-Babys sind halt auch einfach super cute. Oh. Du setzt ihn. Steingolem, das hatten wir doch. Das hat mich irgendwie an dem Gefühl. Und den habe ich sehr böse.
Hi Cloud, hi Duke. Oh, wo habe ich denn jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Yep, Sidequests. Oh, das sieht ja nach einer Esper aus. Aber dies mache ich offline. Nein, no piano. No piano. Ist das hier irgendwo hier oben? Oh nee, wie komme ich denn da hoch? Komme ich denn da hoch? Soll ich noch mal ganz kurz hier, wenn ich es schaffe, den Turm? Schaffe ich den Turm oder muss ich da auch irgendwie hochfliegen? Oh nein, ach bitte. Hört doch auf damit, sowas zu tun. Nee, mit euch will ich gerade nicht kämpfen. Hier komme ich irgendwie hoch. Wo muss ich hin? Ich muss da lang. Nein, warte. Gleiten. Nochmal. Nein. Wo muss ich denn? Da muss ich hin. Schaffe ich das dahin? Nee, ich schaffe das nicht dahin. Wow. Ich bin ja richtig gut, was das angeht. Oh, das kann ja nur. Nee, das kann ich mir doch nicht antun. Warte, nee, ich muss. Ich gehe da lang. Von der Seite. Jetzt aber. Wie komme ich denn da hoch? Ich bin einfach hier drauf gelandet. Ich Fuchs. Wett? Na doch. Ist da oben noch was? Ja, da oben ist noch was. So, wo sollte ich jetzt hin? Da oben war noch dünneren Sachen. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo habe ich denn jetzt hier einen Punkt gesetzt? Hä? Da. Und da unten ist eine Schokobo-Haltestelle. Wie komme ich denn da hin? Weil das ist ja da so weit oben. Vielleicht muss ich mich hier so lang arbeiten. Hier so und dann irgendwie da so. Vielleicht. Versuch mal. Oh, ich hätte hier auch irgendwie hochlaufen können. Ja, cool. Ja, und ich könnte mir einen Schoko berufen. Könnte ich? Mach ich nicht. Jetzt oder nie.
Hier sind, machen wir das gleich mal mit. Nehmen wir dieses Lausch mal mit. Es wird mir Spaß, wieder offline hier lang zu tückern. So, ich wollte hier jetzt weiterlaufen und dann irgendwann rechts lang. Ich wollte hier irgendwie so. Geht das hier so rechts lang? Muss ich hier mit doch irgendwie ein Chocobo klabauten und dann hochlegen? Was ist hier? Eine Höhle? Gibt's hier irgendwie einen... Oh nein, das sieht nach einem... nach so einer Arena aus. Sagte sie jetzt und dann musste ich wahrscheinlich dann dahin. Komm ich hier hoch? Nee. Warum nicht? Komm ich hier hoch? Hier hoch? Auch nicht. Mensch, Cloud. Das ging auch schon mal besser. Wo komme ich denn da hoch? Habe ich doch ein Schokobo, um da irgendwie hochzukommen? Ich habe die Befürchtung, dass ich ihn brauche. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, nein, da. Ich jetzt hier weiter. Bitte, 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 lass mich jetzt hier weiter gucken. Kommen wir nicht mehr weiter, ne? Kann ich hier hochklettern? Natürlich nicht. Ist es euer Ernst? Warum tun sie das denn? Runter. Wie starte ich, dass der einfach fliegt? Wie habe ich das denn vorn gemacht? Darf ich das nur bei gewissen Dingen tun? Ja. Ich muss nochmal.
Ach, das kann ja was werden hier. Was ist denn da hin? Nein, nein. Schwer falsch gedrückt. Nein, 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 nein. Wann lerne ich das? Wann lerne ich das? So, nochmal. Nein! Hier gibt es doch nochmal irgendwo so einen Wirbelwind. Gib mir den Wirbelwind. Warum passt denn das nicht? Muss ich irgendwo anders erst wieder hin? Komme ich denn da hoch? Hier lang. Komm ich vielleicht von der anderen Seite lang? Oh Gott. Ich habe schon gedacht, die Gongala-Region wäre bescheiden, aber die hier. Schau ich, ob ich hier irgendwie auf die andere Seite komme. Aha. Jetzt wieder. Okay. Aber da will ich doch gar nicht hin. Ich will doch dahin. Ich bin jetzt falsch gelaufen. Menno. Ich habe eine Krise, ne? Mit diesem Spiel. Hier hin. Muss ich da vielleicht auch noch mal irgendwo hin? Nö, ich muss hier gar nicht hin. Da komme ich nur da irgendwo anders rüber. Aber damit schalte ich mir wohl irgendwie gewisse Dinge frei. Okay. Ich will doch hier rüber. Komme ich denn da hin? Vielleicht erst hier langlaufen sollen? Foto von der Sehenswürdigkeit. Rückflug. Nee? Nee? Ich dachte, ich komme hier irgendwie hier so hoch.
ich wohl falsch gedacht? Komm, ich lass mich mal da. Geh mal auf der anderen Seite lang. So, ich glaube, ich da jetzt, ja. So kompliziert. Ja, super. Wo kann ich da jetzt hinfliegen? Da will er nicht hinfliegen. Okay. So, muss gleich nochmal. Wo? Da könnte ich da. Da, okay. Ho. Aus dem Weg. Okay. Komme ich jetzt hier hin? Ah, okay. Was füttert er denn da? Ach, da sind ja auch Kaninchen. Schau mal einer an. Das kann sich ja hier nur um Stunden handeln, bis ich da den Weg gefunden habe bis dahin. Jetzt habe ich irgendwie was ganz anderes gefunden, wo ich wahrscheinlich nicht hin wollte. Eine Quelle gefunden, ne? Ja. Ja, gut. Der Lebensstrom sprudelt hier richtig. Ja, ich würde mal ganz gerne darüber reden, wie wir da auf die anderen Flächen kommen. Mm-hmm.